Hallo alle zusammen, es freut mich, dass ihr hier seid. Kinder lieben Spielzeug. Das ist wahrscheinlich eines der Gründe, warum man gerne Spielzeug verschenkt. Da der Markt heute wie auch früher voll von Spielsachen ist und war, mussten sich Hersteller schon immer etwas einfallen lassen, um Marktanteile zu gewinnen und sich zu positionieren. Dass das allerdings nicht immer gelungen ist, seht ihr jetzt in diesem Video. Heute die 10 schlechtesten Kinderspielzeuge. Nummer 10. Puppytime Funshapes war ein Spielzeug, das eigentlich Kindern den Gang zur Toilette antrainieren sollte und gerne auch zur Lösung von Verstopfungen und in der Badewanne genutzt werden sollte. Dieses Spielzeug wurde den Kindern rektal eingeführt. Dank der Aufsätze, die als Stern oder Herz gehalten wurden, sollten Kinder animiert werden und herausfinden, welche Form wohl beim Pupsen dabei herauskommt. Nummer 9. Nachdem Steven Spielbergs E.T. am 11. Juni 1982 in Amerika ausgestrahlt wurde, gab es einen regelrechten Hype um diesen. Dieser Film gehört zu den kommerziell erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. Neben diversen Merchandise-Artikeln wie zum Beispiel T-Shirts und bedruckten Kappen gab es auch den E.T.-Finger, der batteriebetrieben war und beim Draufdrücken sogar leuchtete. Dieses Spielzeug hat sich jedoch nicht durchgesetzt. Das lag vor allem daran, dass der Schrumpelfinger einigen Kindern Angst machte. Besorgte Eltern hingegen assoziierten den Finger nicht selten mit einem Dildo und kauften ihn daher nicht. Nummer 8. Was zunächst wie eine übermäßig behaarte Puppe ausschaut, an der Kinder probieren können, wie es wohl ist, wenn man jemanden rasiert, ist nicht wirklich ein Endprodukt und schon gar kein Spielzeug. Bei dieser in Japan vertriebenen Puppe handelte es sich um ein 1995 von einem polnischen Künstler erschaffenes Kunstobjekt, das aus 10 zusammenpassenden Puppen in 10 passenden Kartons bestand. Dennoch könnten wohl auch einige Kinder ihren Spaß damit gehabt haben. Nummer 7. Was eher an einen Penis erinnert, ist tatsächlich ein Spielzeug, was für Kinder über 5 Jahren empfohlen wurde. Hierbei handelt es sich um ein batteriebetriebenes Spielzeug. In einem Zylinder befindet sich eine Figur. Per Knopfdruck wird im Inneren ein Rad aktiviert, was die Puppe tanzen lässt. Darüber hinaus soll das Dora Aquapad mit anderen Aquapads interagieren. Ob sich das Spielzeug je durchgesetzt hat, ist nicht bekannt, ist wohl aber eher was für Sammler. Nummer 6. Moxie Girls Pupsi Pad können auch heute noch auf diversen Portalen im Internet käuflich erworben werden. Dabei handelt es sich um eine eigentlich ganz gelungene Puppe, die ihr Haustier an der Leine führt. Da das aber scheinbar ein alter Hut ist, dachten sich die Erfinder, sie legen einfach ein bisschen Futter bei, was dem Tier gegeben werden kann. Beim Drücken auf den Schwanz des Tieres wird die Nahrung dann wieder ausgeschieden. Die Puppe gibt es in verschiedenen Ausführungen inklusive Leine, Haustier und 6 magischen Extremitäten, die je nach Ausführung glitzern, Rubine darstellen oder an einen Regenbogen erinnern. Nummer 5. Bei der Erfindung dieses Spielzeuges hatten sich die Erfinder wohl nicht viele Gedanken gemacht. Oder vielleicht doch? Auf den ersten Blick wirkt dieses Spielzeug wie eine Wasserpistole, aus der man 2 Strahle gleichzeitig aus 2 Fingern abfeuern kann. Die Kombination aus Namen und der Gestaltung könnte aber auch auf ein Sexspielzeug hinweisen. Vielleicht ein Grund, warum sich die Two-Finger-Squirter-Gun bei Kindern nicht durchgesetzt hat. Nummer 4. Welches Kind und vor allem welcher Junge spielt nicht gerne Cowboy und Indianer? Um das Spielerlebnis noch interessanter zu gestalten, gab es in den 60er Jahren einen Sattel, der vornehmlich auf den Rücken des Vaters geschnallt wurde, um ein paar Runden durch das Wohnzimmer zu galoppieren. Produziert wurde dieser von Kenner und zu einem Preis von knapp 5 Dollar in einem Karton vertrieben. Wenn der Papa nicht verfügbar war, gab es kreative Aufsattelideen wie zum Beispiel Sofalehne, Spielplatzschaukel oder Schaukelpferd, die mit dem Produkt mitgeliefert wurden. Nummer 3. Skipper, die kleine Schwester von Barbie, wurde 1964 von Mattel ins Leben gerufen. Knapp 10 Jahre später entschied der Hersteller, dass Skippers Kinderjahre vorbei sind und führte 1975 die Growing Up Skipper ein. Diese Puppe sorgte jedoch für allerhand Empörung, denn durch das Drehen des linken Armes wuchsen Skippers Brüste. Nummer 2. Auch dieses aus dem Haus Kenner stammende Spielzeug hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Eigentlich war die Milky Cow eine ganz gute Idee, um Kindern nahezubringen, wie es sich wohl anfühlt, eine Kuh zu melken. Hierbei füllte man zunächst einen mitgelieferten Trog mit Wasser. In das Euter kam eine Milchtablette. Anschließend drückte man den Kopf der Kuh ins Wasser. Nachdem das Wasser vollständig von der Kuh getrunken war, zog man mehrfach am Schwanz der Kuh, bis diese schlussendlich den Kopf hob und signalisierte, dass sie bereit zum Melken ist. Warum sich das Spielzeug nicht behaupten konnte, lag vielleicht daran, dass die Zitzen etwas klein waren oder aber die Handhabung etwas rau war.
Vielleicht aber war es einfach uninteressant für Kinder. Wer weiß. Nummer 1. Drippy kam 1967 als weibliche und männliche Version auf den Markt. Diese unterscheiden sich äußerlich in den Haaren und der Kleidung und waren vermutlich als Spaßpuppen gedacht. Denn Drippy hat ein Problem, was viele andere Kinder haben. Der Puppe läuft die Nase. Hierfür musste man eine Art Schmiere in die Nasenlöcher stopfen und anschließend auf den Bauch drücken, damit diese wieder herausfließt. Warum sich das Spielzeug nicht durchgesetzt hat, liegt nach Meinungen vieler gar nicht mal an dem ekligen Effekt, sondern an dem hässlichen Gesicht. Was haltet ihr von diesen Spielzeugen? Schreibt eure Meinung unbedingt mal unten in die Kommentare. Und falls euch dieses Video gefallen hat, zeigt es doch mit einem Daumen nach oben. Ich würde mich mega freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video.